Okay, gesagt, Sabine. Ah, du hast es eben gesagt. Du hast keine Titten. Fahrt nach Hause. Warum soll ich denn jetzt Fahrt rausholen? Kontenance. Kontenance. Siehst du nicht die Glocken? Siehst du nicht? Hörst du nicht? Ding dong. Siehst du nicht die Glocken? Schläfst du schon? Nee, hörst du nicht? Erzähl den weiter. So, jetzt soll ich die Sache mit dem Zwangsarbeiter zu Ende erzählen. Ja. Jedenfalls kamen drei alte Tanten vor der Tür vorbeigelaufen und fragten, ob hier ein Zwangsarbeiter, ob ich wüsste, wo die Zwangsarbeiter mal untergebracht waren. Da sag ich, das sind sie bei mir richtig, ich bin wahrscheinlich einer noch. Naja, wie sich rausstellte, war ihr Vater im Zweiten Weltkrieg oder so hier als Zwangsarbeiter in der Nähe untergebracht. Aber mehr konnte ich dazu nicht sagen. Was ich sagen kann zu dem Gebäude, das war irgendwann mal ganz früher, war das, ein Hotel oder sowas. Ja, da stand nur das Vorderhaus, das sieht man jetzt nicht. Und untergebracht waren ausländische Arbeitskräfte bereits im 17. Jahrhundert zum Abbau des Tons für die Ziegel, die hier in der großen Ziegelei um die Ecke, die heute noch steht, gebrannt wurden. Und die Ziegel, die werden heute nur noch selten gebrannt, aber es ist eine Touristenattraktion geworden. Ja, die sind weg. Und du bliebst. Ach, jetzt würde ich das gerne noch mal kürzer erzählen, weil jedenfalls haben wir die dann irgendwann später noch mal getroffen. Ja, klar, haben sie denn die gefunden? Ja, die waren in der Ziegelei untergebracht. Dann ist mir so rausgerutscht. Na, hoffentlich nicht im Ofen. Naja, hätte man ja nicht sagen sollen. Gut, fand sie auch noch lustig. Ja, und das war eigentlich zu der Geschichte. Früher war es ein Hotel und daneben war eine kleine Kolonialwarenhandlung. Und hier die ganze Gegend, das war alles Sand. Das sah aus wie der Mond. Komplett. Hier war ein Stück weiter, war ein riesiger See. Ja? Aus Grundwasser. Dazu habe ich noch eine Postkarte, die kann ich dir denn gerne mal geben, damit du ungefähr eine Vorstellung hast, welche Ausmaße hier der Tonabbau hatte. Ja, wie es denn weiterhing? Wahrscheinlich ist das Ton- und Töpfergewerbe hier mit der Zeit niedergegangen. Und in der DDR wurde aus dem ganzen Ding ein FDGB-Heim oder eine Betriebsferienanlage draus gemacht. Da haben sie hinten ein paar Baracken aufgebaut. Die sind inzwischen komplett verfallen. Das Vorderhaus natürlich auch. Und dann nach der Wende kam dann die Stadt Werder ins Spiel und wollte daraus ein Übersiedlerheim machen. Dafür haben sie sämtliche Recht so hingebogen, damit es doch irgendwie baurechtlich funktioniert. Dann haben sie irgendwann festgestellt, es funktioniert denn doch nicht. Und haben das irgendeinem verkauft, irgendeinem Ahnungslosen. Sozusagen in Bayern bei Erwin ein Stück Land verkauft. Der hat das genommen, hat angefangen zu bauen und hat sich dann irgendwann mit den Leuten vom Bauamt und den anderen Behörden verstritten. Jetzt wollten die von ihren Grundbuch oder ihren besonderen der besonderen Ausführung des Baurechts nichts mehr wissen. Ja? Und haben gesagt, die hat jetzt ins Landschaftsschutzgebiet. Womit der Wert des Grundstücks natürlich ins Bodenlose gesunken ist. Vorne eine Bauruine und hinten noch mehr Ruinen. Und zwar aus der Zeit der DDR, wo man nicht weiß, aus welchen Baustoffen die gemacht wurden. Eine Zeit lang waren dann doch noch Übersiedler untergebracht. Dann natürlich Erntehelfer, die dem Grundstück den letzten Rest gegeben haben. Und dann ist es so peu à peu immer von einem Eigentümer zum nächsten gewandert. Ja, und jetzt gehört das jemand, den ich inzwischen meinen Freund nennen kann. Der stand eines Tages mit seiner Frau bei uns im Büro und hat gesagt, wir suchen jemand, der uns den Baustopp wieder runternimmt. Thank you.
Mal jedenfalls, der den Baustopp wieder runternimmt. Und zur gleichen Zeit trug es sich zu, dass da, wo ich vorher gewohnt habe, eine Familie ausgezogen ist. Und die beiden, die bei uns vor der Tür standen, nebst Kindern bei uns wieder einzogen. Wie gesagt, so eine Überraschung, so trifft man sich wieder. Also das war vielleicht gefühlt am selben Tag. Naja, und weil wir da oben sozial problematische Fälle haben, ja, Logik zähle auch dazu, hat man sich so kennengelernt und irgendwann eigentlich gesagt, okay, ich mach das kostenlos. Vorher, am Anfang, wo wir uns noch nicht so kannten, dachte ich, na vielleicht verkauft er sein Motorrad oder ich bitte mir oder irgend so. War natürlich total blöd, weil er ja voll der Motorradfahrer ist und eine voll geile Karre hat, auf die Idee überhaupt zu kommen, ja. Ja, ja, und nun wohne ich da schon, ja, inzwischen 3 Monate. Und das Geld wird weniger und weniger. Und nun droht die Bank, uns das ganze Ding wegzunehmen. Damit ist dieser schöne Platz, aus dem hätte so viel werden können, ja. Geplant ist, mehr Generationen wohnen. Oh. Geplant ist, dort mehr Generationen wohnen und hinten die Grundstücke verkaufen, damit wir ein bisschen Geld dafür generieren können. Aber die Bank ist leider schneller. Ich glaube, die haben alle Wind davon bekommen. Die Ämter sind nicht unbedingt auf unserer Seite, zumindest nicht jedes Amt. Gucken wir, hat einer seinen Dreck liegen lassen. So, hier, Donald, wollen wir jetzt mal... Was ist das hier eigentlich? Irgendjemand versucht zu zelten, aber sieht mehr nach einem Unfall aus, oder? Ja, Zelt ist abgebrannt. Na, heiße Nacht. Ist noch da. Das sind so ein Stück. Ja, natürlich. Wie das so ist. Alle, das nennt man Vermüllung, aber die können wir ja dann eben mitnehmen. So schlimm ist das ja nicht. Oder? Oh, weg. Ich finde den Platz gut hier. Trinkst ja kein Bier, oder? Nö. Finde ich doof. Ach Mann. Ich dachte, die schießt jetzt weg. So. Let's go. Jetzt mal. Mit dem Film arbeitet, er artet natürlich schnell in Arbeit aus. Da wollte eigentlich nur entspannt hier oben mit Donald mal ein paar Bälle verschießen. Bisschen Elixier. Prost, frohe Pfingsten. Obwohl Sternburg in der letzten Zeit schlechter geworden ist. Immer noch von der Sternburg-Fraktion. Gut, ja. Mal gucken hier. Ruf wieder einer von der CSU an? Nee, Bella. Bin in Berlin, Hoppegarten. Und dann setzen wir auf das hinkende Pferd. Ach, interessiert mich jetzt nicht. Das ist mir jetzt so anstrengend, da zu antworten. Hier ein paar Bälle habe ich oben mitgebracht. Auch eine schöne Geschichte gewesen. Aber die erzähle ich lieber nicht. Und oh nein. Die war irgendwo ein Bierdeckel, ich weiß nicht. Kindeltrinker. Oh. Nehmen wir uns mal ein paar zurecht. Macht das bestimmt alles falsch. Aber wicht. Guck mal, ist das ein für Linkshänder? So würde ich viel besser klarkommen. Na gut, man kann hier alles haben. Du müsst ja eigentlich theoretisch müsste ich so schlagen, damit er dahin fliegt. Mhm. Weil das sieht hier so verdreht aus. Vielleicht bekomme ich den. Geh mal lieber weg. Also die, guck mal hier vorne die Narbe hier, ja. So sieht es aus, wenn ihr da so richtig ausholt, sich so rumdreht und nein, den letzten Schwung so mit so einem an meiner Stirn platziert. Nein. Der hat ungefähr, der hat weiter weggestanden. Also ich habe weiter weggestanden. Oh Gott. Hoffentlich überlebe ich das. Warte.
Ja. Stehe völlig falsch. In sich gerade schräg zum Ziel oder so etwa. Eieiei, nüscht. Ich glaube, ich habe keinen Sturzhelm auf. Also der war nüscht. Probier mal anders. Irgendwann treffe ich den, ich weiß. Und wieder nicht. Wir haben hier noch Bälle, da die alle da vorne landen. Bayerische Städtebau steht auf dem Ding drauf. Merkst du dir, wo die Dinger hinfallen? Hier steht Pro Ace. Und der Ball ist markiert. Na mal gucken, ist das da eine Bombe drin? Nitroglycerin. Voll im Grün gelandet. Hättest du nicht oben mal? Mhm. Wieder da unten. Warum fliegen die denn nicht hoch? Erklär mir das mal. X out. Jetzt du. Darf ich die auffilmen dabei? Ja. Los. So, Donald. Der Ball ist noch nicht mit drin, ich muss ein Stück zurück. Balli wird geschossen, der Balli. Ich muss das mal üben, ja? Also sozusagen Harmonieübung. Harmonie mit der Welt eins sein. Genau, den haben wir vergessen. Wir haben diese. Genau, wir haben, das ist wie so eine Tai Chi Übung. Du musst am Anfang so da. Du quatsch nicht so viel, hau das Ding weg, Junge. So zum Beispiel. Ja, hör auf zu quatschen, ich will jetzt was sehen, ich will lachen. Säulenübung. Das kannst du halt später machen. Mein Eisen 3 in Blau. Da muss man so dastehen, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es nicht. Ne? Und dann so? Ja, Hauptsache also, treffen und richtig weit weg das Ding. Ja, wie bei... Wir heben, hol mal richtig aus hier und nicht so ein Pillepalle, ja, Junge. Wie bei Tiger Woods, so. Richtig. Und dann nicht verdrehen, sondern eine Führung. Tiger Woods schlägt seine Frau, komm. Hat er gesagt? Nee, habe ich bei South Park gesehen. Hey, siehst du? Vorbei. So ungefähr endet es denn am Schädel. Ach Gott, das so. So und so und so. Ich hab Angst. Ehrlich gesagt, ich hab Angst. Hey. Was ist jetzt, wenn jetzt irgendwo ein Vogel runterfällt, ja? Ja. Und dann hier so, der Ball und ich. Der Schläger hat eigentlich ja keine Führungsschiene, sehe ich gerade. Nee. Also, jetzt, ja. Der sitzt eine Fliege jetzt auf meinem Golfball. Komm, quatsch nicht so viel, hau das Ding weg. Wenn ja. Wenn nicht, filme ich lieber statt. Du sollst es ja auch machen. Ha! Oi! Und! Oi. Oh, Scheiße! Au! Umgefallen! Die habe ich bald abgekriegt. Das ist nur ganz langsam vorwärts gerollt. Ja. Jetzt ist er weg. Aber meine Bierflasche ist bald drauf gegangen. So, achso, die Bierflasche. Du bist ja hier jetzt. Ja, nur wer aus dem Rahmen fällt, muss vorher im Bild gewesen sein. Oh. Und jetzt nochmal Action Mode. Machen wir auf Slow Mode. Ich hoffe, du machst das. Ich hoffe nicht, dass du die ganze sinnlose Scheiße, dass du damit das Internet vergiftest. Den muss er erstmal aus. Oder du gibst es ein langweiligster Film aller Zeiten. Ja, genau. Also das ist natürlich hier so dastehen und dann muss man in die Richtung. Ja. Oh ja. Und? Liegt schon. Also da. Im Grün. Nee, da ist. Ach, da unten, das andere Grün. Okay. Immerhin. Gut. Der hat den Schläger ganz schön wegbefördert. Nee, das sieht völlig anders aus. Das Ding muss da drüben im Wald landen irgendwo. Was? Oh, ja klar, aber locker. Das Ding fliegt 200 Meter, wenn du irgendwie richtig raufhaust. Am Computer zumindest. Am Computer?